Der Mann, der hier sein Müsli isst, ist Jens Morten Rasmussen, Pettos Vater und Waljäger. Seine Mutter möchte nicht so gerne gefilmt werden. Jens dagegen hat kein Problem damit. Er ist Lehrer und es ist offenbar nicht das erste Mal, dass er einem Stadtkind wie mir erklärt, warum sie hier Wale töten. Ich habe gerade dieses Bild gesehen. In Deutschland würde man sich kaum ein Bild ins Wohnzimmer hängen, auf dem Schweine oder Rinder geschlachtet werden. Aber ihr macht das. Warum? Weil wir nah an der Natur leben. Hast du jemals gesehen, wie ein Schwein getötet wurde? Wahrscheinlich nicht. Es passiert hinter verschlossenen Türen. Aber hier werden bereits Kleinkinder ins Schlachthaus geschickt, um das zu sehen. Deshalb siehst du so etwas nicht in deutschen Wohnzimmern. Aber ich bitte dich, auch Deutsche mögen geschlachtete Tiere, weil sie gern Fleisch auf ihren Tellern haben. Ist das nicht scheinheilig? Ich denke schon. Okay, das ist eine Ansage. Pettos Vater Jens will mir noch etwas zeigen. Im Keller. Fleisch, das er erjagt hat. Okay. And that's for keeping the flies and keeping the outside of the meat soft. And von welcher Grindjagd ist das Fleisch? Das ist von der Delfinjagd 2021. Oh wow, du warst damals am Strand dabei? Ja, ich war einer der Jäger. Wie war das damals? Was ist schiefgegangen? Nichts ist schiefgegangen. Es waren einfach nur zu viele. Ich weiß nicht mehr, wie viele Delfine ich getötet habe. Ich weiß nur, dass ich sehr müde war am Ende. Wir konnten nicht mehr stehen. Es war einfach zu viel. Wir waren vielleicht 50 Menschen gegenüber 1500 Tieren. Das sind schon ziemlich viele Tiere, die du töten musst. Ich frage mich, ob es wirklich einen Grund gab, so viele Delfine zu töten. Bist du dir sicher, dass dieses ganze Fleisch von Familien hier gegessen wird? Wenn du 1500 sagst, klingt das nach viel. Aber von diesem Fleisch hier wird schon bald nichts mehr übrig sein. Dann hänge ich den Rest auf. Okay, das ist wirklich krass. Hier hängt Fleisch der Weißseitendelfine. Über ihr Abschlachten haben sich sehr viele auf der Welt empört. Und Jens hat überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ich versuche es nochmal. Wir wissen, dass Delfine sehr intelligente Tiere sind. Warum denkst du, ist es richtig, sie zu töten? Warum denkst du, dass es falsch ist? Das sage ich nicht. Ich frage, wie du es begründest. Ich arbeite mit Menschen, die extrem unintelligent sind. Ich finde nicht, dass Intelligenz das Kriterium ist, das mir das Recht gibt, Tiere zu töten. Es ist unsere Nahrung. Wir essen Delfine. Ein harter Ton für einen Lehrer. Jens wirkt gereizt. Die Waljäger wissen, dass die meisten Nicht-Fähringer das Töten nicht verstehen und ablehnen. Wir schauen uns ein Video der Organisation Sea Shepherd an, die seit Jahren gegen die Jagd mobil macht. Die Tierschützer sind für viele hier ein rotes Tuch. Siehst du die ganzen Effekte und die Musik, die sie nutzen? Ja, aber solche Videos gehen nun mal viral und Menschen kommentieren die Jagd als brutal. Soll ich dir sagen, wie ich das sehe? Es ist die beste Werbung, die wir je bekommen haben. Echt? Warum glaubst du das? Sie machen doch Werbung für den Grindadrap und aktivieren so auch junge Jäger. Als Sea Shepherd 2012 wieder auf die Insel kam, gab es hier eine Jagd. Da waren plötzlich so viele junge Menschen, so schnell konnten wir ihnen das Töten gar nicht beibringen. Und die jungen Leute sind geblieben. Was immer die Aktivisten machen, sie bewirken das Gegenteil. Die Tierschützer klagen mit ihren Videos an. Und Jens verteidigt die Jagd als notwendig. Wer hat hier recht? Kannst du erklären, was gerade passiert? Ja, sie treiben die Grindwale Richtung Strand. Es gibt dort einen Jagdführer, der allen sagt, was sie gleich zu tun haben. Wirst du mitmachen?
Vielleicht. Es ist wichtig, dass du nicht störst. Wenn jemand sagt, dass ihr aufhören soll zu filmen, hört damit auf. Mit John Roy und seiner Familie an meiner Seite wird mir schon nichts passieren, hoffe ich. Aber sie werden von mehreren Fähringern auf uns angesprochen. Sie wollen wissen, ob du gegen die Jagd bist. Du kannst sagen, wir sind neutral. Ich bin überrascht. Hier sind nicht nur Jäger. Männer, Frauen und Kinder. Alle sind da. Das ganze Dorf ist offenbar hier. Machen die alle mit? John hat eine Jagdlizenz. Deshalb darf er sich einen Speer nehmen. Sein Sohn John Roy darf nur dabei helfen, die Tiere ins flache Wasser zu ziehen. Noch einmal die Warnung. Was gleich passiert, ist nichts für schwache Nerven.